Oberkofler Sprechchöre sind durch die Halle gegangen. 930 Spiele sind es am Ende geworden. Daniel, zunächst auch Dankeschön, dass du vorbeischaust. Ich weiß, das ist ein unguter Weg hier, nachdem man ausscheidet. Trotzdem, du hast vorher schon angekündigt, dein Karriereende jetzt hier in Linz, wo du auch über 11 Jahre gespielt hast. Was geht in einem vor, Daniel? Ja, was geht in einem vor? Natürlich. So kurz nach dem Ausscheiden ist natürlich immer schwieriger, irgendwas zu sagen. Man rechnet nicht wirklich damit. Aber ja, ich kann auch sagen, dass ich eine tolle Karriere gehabt habe. Ich möchte mich auf dem Weg bedanken bei allen Wegbegleitern, vor allem bei meiner Familie, bei meiner Verlobten. Es war eine super Zeit. Ich bin auch stolz, dass ich noch für 2 Teams gespielt habe. Ich kann es auch schon sagen, ja, heute schließt sich der Kreis. Da hat quasi so meine Karriere begonnen in Linz und ich bin sehr dankbar für die Zeit. Daniel, auch wenn man heute hier ausgeschieden ist, aber kurz danach, nach der letzten Sirene, als die ertönt ist, hat man hier diese Oberkofler Sprechchöre gehört. Das ist Mixed Feelings. Was macht das mit einem? Ja, wie gesagt, Dankbarkeit. Also, mich freut es extrem, dass ich noch so viele Fans da habe und ich bin relativ beliebt bin. Ich war doch eine sehr lange Zeit da. Mir einfach Dankbarkeit. Es freut mich einfach sehr und ich kann nur zu allen Danke sagen. Ja. Auch mit den Black Wings bist du Meister geworden. Wie haben die letzten 5 Minuten ausgesehen? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, schwierig. Natürlich denkt man da nur, dass man ein Tor schießt oder 2 und einfach zukommt ins Spiel. Man hat eigentlich keine anderen Gedanken. Und ja, ich meine, im Endeffekt müssen wir uns eingestehen, dass das einfach nicht gut genug war und das nicht gereicht hat. Und so schaut es aus, jetzt stehen wir so da und die Karriere ist zu Ende. Jetzt wollen wir natürlich auch noch wissen, wie es mit dir privat weitergeht. Ich habe, glaube ich, gelesen, deine Freundin, deine noch Verlobte, wirst du heiraten? Wie geht es da generell weiter? Ja, im Sommer steht die Hochzeit an. Ich habe ja schon einen Job. Und ja, also bin mir sicher, dass ich weiter mit beiden Beinen im Leben stehen wäre und sicher weiterhin gerne in Linz und in Graz zu Besuch bin. Ich meine, in Graz wohne ich. Aber in Linz zu Besuch und werden wir sicher noch einige Eishockeyspiele anschauen. Wir hoffen natürlich, dass du dem Eishockey treu bleibst. Ich bedanke mich im Namen des Teams für 930 Spiele, die es am Ende geworden sind, hier in der Liga für 2 Vereine, für Linz und auch für die Graz 99ers, deinen Heimatverein. Danke dir für diese tolle Karriere. Vielen Dank an alle.